Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Heute haben wir es mit einem schwergewichtigen Klassiker zu tun, und zwar dem Buch Mensch, Körper, Krankheit aus dem Elsevier Verlag. Ich weiß nicht, ob ihr den genau sehen könnt, weil mein Hintergrund ist auch blau, aber ich schlag's einfach mal auf. So, die Autoren sind Renate Huch und Klaus Jürgens, beide mit Doktortiteln ausgestattet. Aber angenehmerweise verzichtet man auf dem Cover auf die explizite Nennung der akademischen Titel und lässt stattdessen den Inhalt des Buches für sich sprechen. So könnte zumindest die Logik dahinter interpretiert werden. Das Buch versucht auf 500 Seiten den kompletten Menschen in seiner Ganzheitlichkeit zu erfassen. Und damit ist nicht nur die quantitative Aufzählung der Organe und der Funktionen gemeint, sondern durchaus auch ein ganzheitlicher Ansatz in der Betrachtung von Krankheiten und entsprechend assoziierten Organen. Das ist besonders hervorhebenswert. Also der Grundansatz, dass man die Krankheiten und die Physiologie miteinander verbindet, denn das ist nicht Standard in medizinischer Grundlagenliteratur. Da werden häufig Organe betrachtet und in einem anderen Buch dann die Krankheiten. Aber direkt zusammen abgearbeitet und gelehrt, das schafft auch eine ganz andere Ebene des Verständnisses. Das ist auf jeden Fall positiv anzumerken. Das Buch ist mittlerweile in der 7. Auflage und im Bereich des Gesundheitswesens auf Amazon der Bestseller Nummer 1. Für mich Grund genug zu schauen, ob diese Lorbeeren, denn dieses Buch ist auch außerordentlich positiv bewertet in all seinen Auflagen, auch verdient sind. Als erstes fällt die klare Strukturierung mit dem Griffregister hier an der Seite, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, mit dem Griffregister an der Seite auf. Ne? Das ist das erste, was auffällt, und das ist auch in den anderen Büchern in vielen anderen Büchern vom Elsevier Verlag zu finden, und das finde ich sehr, sehr positiv. Dann wird im Buch auch nicht mit Abbildungen, ich kann eigentlich aufzeigen, also aufschlagen, was ich will, es werden immer irgendwelche Abbildungen dabei sein. Also da wird nicht gespart, da sind immer sehr, sehr viele Abbildungen zu finden. Was er natürlich auch das Lernen vereinfacht. Weiterhin gibt es noch ein Farbleitsystem, wo zum Beispiel praktisch relevante Informationen für Pflegepersonal hervorgehoben wird, wo Einflüsse aus der Ganzheitsmedizin explizit erläutert werden, oder einfach den Wichtigkasten, den man ja auch von anderen Büchern her kennt. Man verwendet auch reichlich und auch ungewöhnliche Abkürzungen, allerdings sind diese im Abkürzungsregister komplett dargestellt und man muss diesbezüglich nie auf Sekundärliteratur zurückgreifen. Das Buch ist ein Grundlehrbuch und wie schon erwähnt hat es den Anspruch, den Menschen auf 500 Seiten komplett darzustellen. Das ist auch dem Grunde her gelungen. Wenn man das Buch komplett durchgearbeitet hat, ist man über die grundlegenden Zusammenhänge im Körper allumfassend informiert. Ich habe wirklich nichts gefunden, was nicht angesprochen wurde und wo ich gesagt hätte, das hätte angesprochen werden müssen. Auch die Einteilung des Buches ist eher auf Verständnis und nicht auf Abarbeitung angelegt. Man fängt mit einem kleinen Abriss aus Chemie und Biochemie an, um grundlegende Dinge als Basis zu erarbeiten, und arbeitet sich dann von der Zelle, ja, der Betrachtung der Krankheiten als solches, über das Gewebe zu den einzelnen Organen vor und dann eben auch deren Zusammenhänge. Auch Unterschiede im Lebensalter und den damit zusammenhängenden Differenzierungen von erörterten Wissen sind genauso in dem Buch vorhanden wie Hinweise zur Ernährung, die ja nicht in jedem medizinischen Werk angesprochen werden. Aber auch hier unterstreichen die Autoren wirklich meiner Meinung nach konsequent den ganzheitlichen Anspruch, den sie haben. Da es ein Lehrwerk ist, übernimmt man im Großen und Ganzen die Empfehlungen der offiziellen Stellen und des anerkannten Wissens. Und das ist eben auch der Fall bei der Ernährung. Da werden eher einfach die Zahlen von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, übernommen, die auch den Verzehr von tierischer Nahrung zwar zurückhalten, aber dennoch gerade in Bezug auf Fisch große Priorität beimessen. Und ja, das findet sich halt eben auch in dem Buch wieder. Und diese Ansätze, die hier dargestellt werden, sind natürlich nicht von der aktuellen Realität in irgendeiner Weise beeinflusst worden, weil es ein Grundlehrbuch ist. Denn sowohl die Schwermetallbelastung der Fische, als auch dass in jedem fünften Fisch mittlerweile Plastikrückstände nachweisbar sind, das wird überhaupt nicht erwähnt. Und auch werden die suchtfördernden und morphinähnlichen Eigenschaften der Milch durch die Beta-Casamorphine mit keinem Wort erwähnt. Auch wird
die vegane Ernährung eher kritisch dargestellt und die Gefahren durch eine Unterversorgung hervorgehoben, anstatt die Vorteile zu erwähnen. Aber immerhin wird diese Ernährungsform, also der Veganismus, auch für Schwangere und Kinder als mögliche Ernährungsform, natürlich immer mit dem Hinweis auf eine sorgfältige Substitution, dargestellt. Das ist wieder positiv. Ja, hat man jedoch durchaus den Eindruck, dass man hier nicht ganz am Nabel der Zeit ist, generell bei der Ernährung. Auch es wird nicht explizit auf die vegane Rohkost eingegangen, die gerade zu Heilzwecken, man erinnert sich an die Pioniere der Ganzheitlichkeit im Gesundheitswesen wie Birscher Benner, unglaublich katalysierend wirken. Auch die vielfältigen Ansätze der Sättigung von glykostatischer, lipostatischer, thermostatischer oder aminostatischer und so weiter Theorien, das wurde kurzerhand zusammengefasst und ja, meiner Meinung nach zu schnell übergangen. Gerade da die Sättigung eines der Grundproblematiken unserer Überflussgesellschaft darstellt. Und ja, deswegen schade. Auch wurden die verschiedenen Aminosäuren mehr oder weniger eigentlich nur genannt und gemeinsam als Block behandelt, anstatt auf die Funktionen und die Eigenarten der jeweiligen Aminosäuren genau einzugehen. Ne? Da gibt es ja ganz interessante wie Tryptophan oder Lysin. Man hat dies gemacht bei Vitaminen und Mineralstoffen, was durchaus lobenswert ist, aber bei Aminosäuren eben nicht. Und ja, es ist kein Ernährungsbuch, aber die Ernährung hat massiven Einfluss auf den Menschen und das Buch hat den Anspruch explizit geäußert, ganzheitlich unterwegs zu sein. Und dann vor allem ja, auch die vegane Rohkost nicht darzustellen, ist einfach eine Lücke, die man in der nächsten Auflage schließen müsste. Aber der Anspruch an Gesundheit ist bei den beiden Autoren auch, würde ich sagen, recht gering ausgeprägt, denn sie schreiben als Reaktion auf die Definition von Gesundheit der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, schreiben sie, die WHO legt die Latte sehr hoch bei der Definition der Gesundheit. Und was hat denn die WHO als Gesundheit definiert? Was ist denn die Latte? Und die WHO hat geschrieben, Gesundheit ist der Zustand völliger körperlicher, geistig-seligen und sozialen Wohlbefinden. Ist diese Latte wirklich so hoch? In meinen Augen nicht, aber der Durchschnittsdeutsche ist ja daran gewöhnt, Stress zu haben, eine chronische Krankheit zu pflegen und anstatt sie auszukurieren, weil er sich nicht leisten kann, mal seiner Arbeit nachzugehen, ja, sie einfach so zu lassen. Ne? Also da muss ich sagen, da bleibt das Buch mit einer Einstellung zur Definition von Gesundheit schon irgendwo im Mittelmaß stehen. Man kann sagen, das ist realistisch, aber ich sag einfach, dass ein körperlich, geistig und soziales Wohlbefinden durchaus Ziel sein sollte und wenn da was nicht stimmt, dass man da ja nicht von einem gesunden Menschen sprechen kann. Also ich schließe mich da der WHO unbedingt an. Was erfreulich daran ist, dass diese Grundeinstellung der Autoren ja eigentlich nicht zutage tritt, weil es nicht relevant für das Buch ist, da hier ein ja, quasi ein Basiswerk, ein Grundlagenpool des Wissens existiert und wo einfach die Fakten dominieren und da ja wirklich einfach gut ein einfach gut zu lesendes und grafisch außerordentlich gut aufbereitetes und komplettes Kompendium zum Mensch erschaffen wurde. Das einzige was mich wirklich etwas stört, das ist die Unterrepräsentation der Ernährung im Gesamtkontext des Menschen. 10 Seiten von 500, wenn das Buch Mensch, Körper, Krankheit genannt ist, das ist schon arg dünn. Da sind meine Erwartungen diesbezüglich nicht erfüllt worden, da Krankheit fast immer in engem Zusammenhang mit der Ernährung steht. Als Grundlagenwerk zur menschlichen Anatomie, Pathologie und auch mit dem Versuch die Psyche mit einzubinden, gepaart mit praktischen Hinweisen und mit einem, na, ich wiederhole mich da auch sehr gerne, grafisch sehr gut aufbereiteten Inhalt, da kann ich das Buch bedenkenlos empfehlen. Daher 4 Sterne von mir und die Hoffnung, dass in der nächsten Auflage die Ernährung gerade im Zusammenhang ja, auch mit der Pathologie mehr Raum bekommt und nicht einfach nur, ich sag mal, relativ stumpf abgearbeitet wird. Ich wünsche Euch viel, wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Macht's gut, Euer Christian.